In diesem Video zeige ich dir zwei konkrete Techniken, die du sofort anwenden kannst, um wirklich motiviert zu sein, um wirklich dein Hintern hochzubekommen und wirklich die Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie gut sind für dich. Alright, legen wir los. Mein Name ist Andre Leubel. Ich bin Autor des Buchs Glücklich Sein und Gründer von changenow.de. Ich helfe Menschen, die wirklich vorwärts kommen wollen im Leben dabei, ihre wahre Bestimmung zu finden und aktiv in die Welt zu bringen. Das ist es, warum ich hier bin. Das ist das, was ich tue. Und heute habe ich ein neues Montags-Motivationsvideo für dich. Herzlich willkommen. Übrigens, damit du das Beste aus diesem Video herausnehmen kannst für dich, macht es Sinn, wenn du das Video von letzter Woche gesehen hast. Wenn du dein ganz persönliches Warum gefunden hast. Wenn du das getan hast, dann kannst du die Techniken aus diesem Video noch viel besser anwenden. Alright? Also, wenn du es noch nicht getan hast, erst das Video von letzter Woche gucken. Ich glaube, das war Folge 9. Erst die gucken und dann zurückkommen und dieses Video hier gucken. Alright? Super! Willkommen zurück. Ja, <laughs> yeah! schön, dass du da bist. Heute geht es darum, wie kannst du dich motivieren? Wie kannst du wirklich aus dem Quark kommen und die Dinge tun, von denen du weißt, dass sie gut sind für dich? Ich habe in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass unser Erfolg im Leben sehr viel davon bestimmt wird, wie viel Klarheit wir haben. Das heißt einfach, wie gut wir uns selber kennen, wie gut wir wissen, was wir wollen, was unsere Richtung im Leben ist. Aber auch, wie wir ticken. Das heißt, welche Strategien nutze ich denn jetzt schon? Wie mache ich zum Beispiel Dinge, die ich erfolgreich tue? Und das können wir herausfinden, wenn wir in die Innenschau gehen. Das heißt, wirklich da hier in uns hineinschauen. Denn die Lösung für so viele Probleme, eigentlich für alle Probleme, die wir haben, die Lösung finden wir nämlich, da drin. Die Lösung ist schon in uns. Viele Menschen leben sich leider nicht die Zeit, da mal reinzuschauen, weil sie immer so auf der Suche sind nach der nächsten Wunderpille und mal gucken, was kann dieses Konzept denn oder jenes oder so. Dabei ist alles, was du brauchst, jetzt schon in dir. Und selbst wenn dir noch Wissen fehlt, dann hast du jetzt schon die Ressourcen in dir, um dir dieses neue Wissen anzueignen. Das heißt, alles, was du wirklich brauchst, alles, was du wirklich in deinem Leben brauchst, das ist übrigens wirklich so einfach, alles, was du brauchst, findest du in dir selbst. Das heißt, alles, was wir im Leben suchen, Freude, <laughs> hüpfen, yeah, Liebe, Nähe, all die guten Dinge im Leben, all das, was du suchst, findest du schon in dir. Und der wahre Weg der Persönlichkeitsentwicklung ist auch so ein bisschen der Weg zurück zu sich selbst. Das heißt, wir schauen wieder in uns selbst hinein. Frei nach dem Motto, erkenne dich selbst. Orakel von Delphi, ganz weiser Spruch. Sehr viel dran. Das heißt, du kannst sehr viel in deinem Leben verändern, einfach indem du nach innen schaust. Indem du dich wirklich kennenlernst mit deinen Wünschen, deinen Bedürfnissen, deinen Fehlern, die in Wahrheit keine sind. Aber auch mit den Strategien, die du nutzt, um... Dinge zu erreichen, um Dinge zu verwirklichen in deinem Leben. Und genauso ist die Lösung dafür, wie du aus dem Quark kommst. Das heißt, wie du wirklich dein Hintern hoch bekommst, um die Dinge zu tun, die gut sind für dich. Die Lösung für dieses Problem ist jetzt schon in dir. Und wir beide machen uns jetzt auf, diese Lösung in dir zu entdecken. Alright? Hast du deinen Forscherhelm auf? Neugiernase dabei. <laughs> Bist du bereit, vielleicht mal ein bisschen tiefer zu gehen? Um das zu finden, was für dich funktioniert? Super, dann lass uns loslegen. Denke jetzt dafür als erstes mal an etwas, was du regelmäßig tust und was gut ist für dich. Irgendetwas, zu dem du dich motivieren kannst. Vielleicht machst du regelmäßig Sport. Gehst ins Gym oder gehst laufen im Wald oder. Spielst Volleyball oder Basketball, wer weiß. Vielleicht machst du Yoga oder du tust andere Dinge, die gut sind für dich. Vielleicht trinkst du jeden Tag grüne Smoothies. Also diese Dinger hier. Übrigens sehr zu empfehlen. Zum Thema Gesundheit. Das in dich rein. So. Ich wollte immer schon mal ein Video machen wo mir einer beim Smoothie trinken zuguckt. Lecker. Vielleicht tust du das. Vielleicht packst du jeden Tag grün in dich hinein. Oder wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, vielleicht legst du dich erstmal eine halbe Stunde hin. Nicht unbedingt, um zu schlafen jetzt, obwohl wenn du müde bist, mach auch das. Aber vielleicht legst du dich hin, einfach um wieder mal in dich hineinzuspüren. Deinen Körper vielleicht mal wieder von innen zu fühlen und wieder in Kontakt zu kommen mit dir selbst. Sodass du erstmal wieder ankommst bei dir, nachdem du draußen warst und all die Dinge getan hast, die wichtig waren für dich. Vielleicht machst du das jeden Tag. Oder du tust vielleicht Dinge, die dein Business vorwärts bringen. Auf einer regelmäßigen Basis. Zum Beispiel setzt du dich jeden Montag hin und machst ein Video. <laughs> Wer weiß, vielleicht machst du sowas Ähnliches. Oder du setzt dich jeden Mittwoch und Donnerstag hin und greifst dir den Telefonhörer, also ring, und rufst deine Kunden an. Irgendetwas, was du auf regelmäßiger Basis tust, was gut ist für dich. All Finde das jetzt heraus. Irgendwas, wofür du dich motivierst und vielleicht jetzt noch nicht weißt, wie du es machst. Aber du tust es einfach regelmäßig. Okay? Geh mal kurz nach innen und find mal sowas. Alright? Schön. Dann frag dich jetzt mal ganz ehrlich, und hier ist es wichtig, dass du ehrlich zu dir selbst bist, dass du wirklich herausfindest, welche Strategie, Strategien du im Moment nutzt. Alright? Finde mal heraus, wenn du nach innen schaust und du denkst an diese Sache. Tust du das, um etwas zu vermeiden oder um etwas zu gewinnen? Denn es gibt ganz einfach zwei Gründe, warum wir etwas tun. A, wir wollen Schmerz vermeiden, oder B, wir wollen etwas gewinnen. Geh mal nach innen und finde das heraus. Machst du das, um vielleicht unangenehme Dinge zu vermeiden oder um angenehme Dinge zu gewinnen? Geh noch mal nach innen und schau noch mal nach, jetzt. Und übrigens, keine von diesen beiden Strategien ist jetzt Besser oder schlechter. Wichtig ist nur, was für dich funktioniert. Wie tickst du? Wie motivierst du dich sehr erfolgreich für Dinge, die du tust? Vermeidest du etwas oder gehst du auf ein Ziel zu? Ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel das Thema Abnehmen. Manche Leute nehmen ab, weil sie sagen, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll, es reicht. Ich will nicht mehr so übergewichtig sein, so unbeweglich und so. Mir reicht's, ich mach jetzt was. Das ist eine Art. Andere Menschen wiederum sagen: "Wow, so einen fitten Körper, so strahlende Gesundheit, so viel Energie, das will ich haben. Ich gehe jetzt los und tu was." Beides sind Wege, sich zu motivieren. Und keiner, wie gesagt, ist besser oder schlechter. Wichtig ist nur, dass du herausfindest, welchen du aktuell nutzt, wenn du Dinge tust, die funktionieren. Denn wir machen bei Change Now ganz wilde Sachen. Wir machen nämlich mehr von den Dingen, die funktionieren. <laughs> so einfach kann das manchmal sein. Einfach mehr von den Dingen tun, die funktionieren. Und weniger von dem, was nicht funktioniert. Denn gerade wenn es um das Thema geht, loslegen, endlich so <laughs> aus dem Quark kommt, dann haben viele Leute das Problem, dass sie einfach bewusst oder unbewusst die Motivationsstrategien nutzen, die für sie ha, nicht so richtig funktioniert. Da ist dann zum Beispiel, der ist eher weg von motiviert, das ist, wenn wir Schmerz vermeiden wollen. Der versucht sich aber die ganze Zeit so mit Zielen zu motivieren und Vision Boards und so und kommt aber nicht richtig aus dem Puschen. Oder da ist jemand, der ist hinzu motiviert, der legt richtig los, wenn er so ein Inneres Bild hat von einem Ziel, und denkt, wow, ja, yeah, da will ich hin. Und der versucht sich die ganze Zeit auszumalen: Ja, aber was passiert denn, wenn ich hier nicht aktiv werde? Was könnte denn dann Schlimmes passieren? Auch dieser Mensch wird ein Problem damit haben, wirklich loszulegen und aktiv zu sein. Deswegen ist es so wichtig, dass du wirklich nach innen schaust, in dich selbst hinein und für dich herausfindest, was tust du, wenn es für dich funktioniert. Alright. Hast du deine persönliche Motivationsstrategie gefunden? Sehr gut, dann können wir gleich in die Übung einsteigen. Bevor wir das machen, vielleicht noch ein ganz kurzes Wort. Ich weiß, dass die Weg-Von-Strategie nicht super sexy ist. Und deswegen erzählen viele Trainer oder Coaches oder so, die sprechen auch nicht so gern darüber, weil ah, das ist, ist nicht so sexy. Nicht so sexy wie, oh yeah, Vision Board, Ziele, yeah, dafür gehen wir. Sondern weg von, denken immer so, ah ja, aber so toll ist das auch nicht und so. Die wollen alle immer, dass die Leute alle hinzu motiviert sind. Das Problem bei der Sache ist, dass wir rein evolutionär bedingt viel mehr motiviert werden, wenn wir von etwas weggehen, wenn wir Schmerz vermeiden wollen. Denn ganz ehrlich, was nützt uns die Freude, wenn wir Auer haben? <laughs> das nützt uns nichts. Das heißt. Wir sind, wir sind zuerst immer weg von motiviert. Und deswegen ist es völlig okay, wenn du einen Großteil deiner Motivation daraus beziehst, dass du von etwas weg willst. Dass du sagst, ich habe die Schnauze voll oder mir stinkt's oder mir reicht's oder was passiert, wenn ich nichts verändere. Wenn das das ist, was dich motiviert, dann nutze das. Nutze es für dich. Es heißt nicht, dass du auf dem Weg. Wenn du einmal wirklich losgelaufen bist, wenn du dann mal in die Puschen gekommen bist, dann kannst du immer noch deine Motivationsstrategie verfeinern. Das heißt, du kannst dann mehr Hinzubilder mit dazunehmen. Denn natürlich ist hinzu ein bisschen angenehmer. Doch wenn es darum geht, erstmal loszulegen, wirklich erstmal aktiv zu werden und die Dinge zu tun, die für dich wichtig sind, dann nutze das, was bei dir funktioniert, auch wenn es weg von ist. Lass dich nicht davon verwirren, was... Andere Trainer oder Coaches sagen, wichtig ist für dich, was für dich funktioniert, und zwar hier. Innen drin. Das musst du nutzen. Denn du hast alles in dir. Starten wir mit Technik Nummer eins, wie du wirklich aus den Pushen kommen kannst. Ich mag das Wort pushen. Hat auch so ein bisschen was von push. Yeah. Wie du aus den Pushen kommen kannst. Yeah. Alright. Technik Nummer 1 ist für die Weg. Von Motivierten. Das heißt, wenn du dich damit motivieren kannst, dass du ha, etwas vermeiden willst, so nach dem Motto, oi, 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 oi. wenn ich die Präsentation nicht mache, dann kriege ich echt Stress mit dem Boss. Oder wenn ich jetzt nicht anfange Sport zu machen, was passiert da mit mir? Ai, ai, ai. Das heißt, wenn du dieser Typ bist, dann passt diese Strategie für dich. Alright? Dafür schau dir mal ganz ehrlich an. Nimm den Bereich, für den du dich motivieren willst, und frag dich, was passiert, wenn ich nicht loslege? Was passiert, wenn ich keine Veränderung in meinem Verhalten mache? Wenn ich so weitermache wie bisher? Was passiert dann in fünf Jahren? Was ist die aufaddierte Katastrophe? Das heißt, welche Konsequenz hat mein Handeln langfristig? Und ja, ich weiß, das ist ziemlich unbequem, sich das anzuschauen, aber es funktioniert. Es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und es ist wichtig, dass du dir das anschaust. Denn ganz ehrlich, wenn du nichts veränderst, dann äh, tritt das ein. Und ich finde, es ist besser, sich das jetzt mal anzuschauen und zu sagen, okay, das will ich nicht, ich mache was anderes, als dann in fünf Jahren zu stehen und sagen, scheiße, hätte ich doch mal, ne? habe ich den Salat. Mist! <laughs> Deswegen sei ehrlich. Schau dir die akkumulierte Katastrophe an. Schau dir wirklich den schlimmsten Fall an, der eintreten kann. Zum Beispiel, ich habe immer Leute, die sagen zu mir: Ja, André, weißt du, du mit deinem veganen Essen, hier grüne Smoothies trinken und sowas. Guck mal, ich habe heute Morgen Nutella-Toast gegessen. Heute Mittag gab es so eine riesige Pizza, da war so Fettkäse drauf. Yeah! Und heute Abend gibt es noch. Fritten mit Ketchup und ich liege auf dem Sofa und esse Chips. Und weißt du was? Morgen bin ich auch nicht tot. Ich bin morgen auch nicht krank. Ich bin morgen auch nicht kränker als du mit deinem gesunden Essen da und deiner Bewegung und was du da alles machst. Natürlich macht das auf einen Tag keinen Unterschied. Vielleicht sogar auf eine Woche. Doch du musst cleverer sein. Du musst dir anschauen, was macht dieses Verhalten langfristig mit mir. Und du musst vor allen Dingen auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass du diese Dinge tust. Denn es gibt Menschen, die haben Coca-Cola verklagt, weil sie Diabetes bekommen haben. <laughs> ehrlich, gibt es. Du musst cleverer sein als das. Denn alles, was du tust, hat Konsequenzen. Positive, negative. Doch du entscheidest, was du tust. Es ist an dir zu entscheiden. Und ganz ehrlich. Der Grund, warum so viele Menschen an Herzinfarkten und Herzkreislaufkrankheiten und all diesen überflüssigen Krankheiten erkranken, ist übrigens der, dass sie sich nicht anschauen, was ihr Verhalten langfristig mit ihnen macht. Die laufen dann so blind durch die Gegend und sagen: Mir passiert nichts, mir passiert nichts, ich kann ganz ungesund leben, immer weiter, und mir passiert nichts. Und dann haben sie den Salat. Du musst cleverer sein. Du musst dir wirklich anschauen, was passiert wenn ich für mich nichts verändere. Unbequemes Bild, ich weiß. Doch wenn du dieses Bild hast, so ein Katastrophenbild, dann mach das auch ruhig groß vor deinem inneren Auge, dass du denkst, ach du Scheiße. Und dann mach es noch größer. Und mach wirklich auch Sound dazu, sodass du all das hörst, was du dann hören wirst, wenn diese Katastrophe eingetreten ist. Mach das wirklich so unangenehm, dass du denkst, nein, das will ich nicht. Ich komme jetzt ins Tun. Ich tue was. Denn ich habe die Macht über mein Leben. Ich entscheide, was ich tue und das wird mir nicht passieren. Wenn du also weg von motiviert bist, dann nutze das doch für dich. Nutze das, um hochzukommen, um wirklich in Bewegung zu kommen, um Dinge zu tun, die gut sind für dich. Ja? Schau dir die akkumulierte Katastrophe an, die kommen wird, wenn du nichts veränderst. Zum Beispiel, anderes Beispiel vielleicht noch. Es ist nicht so schlimm, wenn du eine Woche lang mal Deine Kunden vielleicht nicht anrufst oder ja, das Business so ein bisschen schleifen lässt oder so und ähm, einfach mal, nö, keine Lust hast und einfach auch nichts tust, ist das für eine Woche überhaupt nicht schlimm. Doch was passiert in drei Wochen? Was passiert, wenn du das über einen Zeitraum von fünf Monaten machst? Was passiert dann mit deinem Einkommen? Was passiert mit der Verbindung zu deinen Kunden? Wie gut bist du dann noch in Kontakt mit deinen Kunden? Und ganz ehrlich, wie viel verkaufst du dann noch? Und was macht das mit deinem Selbstbewusstsein, wenn du nichts mehr verkaufst? Das heißt, schau dir wirklich an, was passiert langfristig, wenn ich jetzt nicht aktiv werde. Denn ganz ehrlich unter uns, wenn du deine weg von Strategie wirklich nutzt und dadurch aktiv wirst, bekommst du andere Ergebnisse. Dann bekommst du die Ergebnisse, die du wirklich haben willst. Dafür musst du es nur Nutzen, auch wenn es unangenehm ist. Auch wenn ja, andere nicht so gerne darüber reden, nutze das für dich. Und wie gesagt, du kannst auf dem Weg, wenn du mal losgelaufen bist, dann kannst du deine Motivationsstrategie verfeinern und vielleicht noch ein Zielbild mit dazu nehmen und denken: Yeah, wow, ich bin jetzt aktiv. Und wow, wenn ich mir da vorstelle, wo ich hinkommen kann und du nimmst das mit dazu, dann wird es noch stärker. Doch starte mit dem, was für dich funktioniert. Das ist ganz, ganz wichtig. Das nutzen, was für dich funktioniert. Alright? Super. Was ist denn jetzt, wenn du ein Hinzutyp bist? Wenn du zu den Menschen gehörst, die mehr in die Puschen kommen, wenn sie ein lebendiges Ziel haben. Was kannst du dann machen? Dann kannst du dein Warum nehmen, was du im letzten Video gefunden hast, und dir davon wirklich ein lebendiges inneres Bild machen. Machen wir das doch gerade mal zusammen. Denke nochmal an dein Warum, was du letzte Woche gefunden hast. An dein großes Zielbild. Denke nochmal daran. Und mach dieses Bild jetzt vor deinem inneren Auge größer. Hol es näher heran. Ja, yeah. Genau. Und mach es bunter. Füg mehr Farben hinzu. Mach es noch bunter. Heller. Ja. Yeah. Gib dem Ganzen so einen Glanz. Sodass es so ein bisschen glänzt. Dass du Glänzende Aussichten hast. Genau. Und jetzt mach so ein 360 Grad Panoramabild daraus, so dass du jetzt wirklich in diesem Bild stehen kannst. Ja, yeah. ganz genau. Und Mach es richtig groß, noch größer als jede Kinoleinwand, die du jemals gesehen hast, dass du auch all diese wunderschönen Details wahrnehmen kannst. Ja, yeah, genau. Und jetzt füge auch noch Töne hinzu, Geräusche, Stimmen. Alles, was du hören wirst, wenn du an deinem Ziel angekommen bist, höre das jetzt in deinem inneren Ohr. Und drehe diesen Sound ruhig ein bisschen auf, mach ihn lauter. Ja. Yeah. So, dass du all das hören kannst. So richtig wie Dolby 7 zu 1 und noch mehr. Mach es noch größer. Ja. Yeah. So dass du das wirklich erleben kannst, dass du wirklich spüren kannst, wie es durch deine Zellen geht. Ja. Yeah. Und jetzt nimm auch noch das Gefühl mit hinzu. Dieses Gefühl, wenn du dort angekommen bist, wie fühlst du dich dann? Nimm das mit dazu. Ja. Yeah. Und wenn du so ein glückliches Grinsen auf dem Gesicht hast, dann. Bist du genau richtig, alright? Und nimm das noch mal, mach es noch ein bisschen größer das Bild, yeah, bunter, die Töne lauter, die Gefühle stärker. Und jetzt lass das Gefühl mal um deine Mittelachse kreisen, lass es mal so um deine Herzregion kreisen, dieses Gefühl in deiner Vorstellung, dieses gute Gefühl um deine Mittelachse kreisen lassen, genau, yeah, schön. Und lass es um deinen Hals kreisen, einfach mal mitmachen so gegen den Uhrzeigersinn. Um deine Mittelachse kreisen lassen, um den Hals. Genau. Und um das Gesicht, um deine Stirn, um deine Kopfspitze. Einfach immer weiter kreisen lassen. Und mit jedem Kreisen wird dieses Gefühl stärker und stärker und stärker. Genau. Und wieder runter zum Herzen. Kreisen lassen, so um den Bauch, um den Unterbauch, um deine Beine, um deine Knie, um deine Unterschenkel, um deine Füße. Ganz tief bis in die Erde kreisen lassen. Und wenn du magst, mach mal auf drei so ein ganzkörperkreisen draus. Alright? Eins, zwei, drei. Genau. Sodass dieses Gefühl jetzt und deinen ganzen Körper kreisen kann. Und du dieses Bild wirklich verinnerlichst auf allen Ebenen. Auch auf den Tieferlegenden. Genau. Yeah. Und behalte dieses Bild, dieses Gefühl bei. Und jedes Mal, wenn du dich für etwas motivieren willst, dann rufe dir so ein Bild vor dein inneres Auge. Mach es wirklich richtig groß, mach es riesengroß. So, so groß und <laughs> noch größer. Größer als mein Arme, noch größer als dieses Bild, riesengroß wie eine Kinoleinwand. Mach es bunt und lebendig. Und hör auch alles, was du dort hören wirst. Und vor allen Dingen geh in das Gefühl hinein. Fühl es wirklich. Und wenn du magst, mach ein Ganzkörperkreisen daraus. Alright? So kannst du wirklich motiviert sein. Also, was ist deine Aufgabe für diese Woche? Nutze die Strategie, die wirklich für dich funktioniert. Und komm ins Tun. Das heißt, entweder stell dir sehr lebhaft innerlich die akkumulierte, also die aufaddierte Katastrophe vor, wirklich vor deinem inneren Auge, sodass du sagst: boah, nee. Mit mir? Nicht, ich tu was. Oder stell dir dein Zielbild vor. Dieses innere Zielbild, wo du denkst, yeah, das ist so geil, das ist boah, ich kann, ich muss, muss loslegen, ich kann nicht anders. Nimm das und komm wirklich ins Tun, all right Und nochmal, sei ehrlich zu dir. Das tust du für dich? Du musst niemandem beweisen, was für ein toller, hinzuorientierter Typ du bist nutze was für dich funktioniert. Und wenn weg von für dich funktioniert, also dieses Oh Mann, was passiert denn wenn ich nichts tue? Dann nutz das. Nutz das wirklich für dich, einfach um loszukommen, um Ergebnisse in deinem Leben zu bekommen. Du kannst hinzu später immer mit reinnehmen. Doch wichtig ist erstmal, dass du jetzt einmal loslegst. Alright? Also, Aufgabe diese Woche A herausfinden, was ist deine Strategie und B Nutzen, tun, um wirklich aktiv zu sein und ins Tun zu kommen. Schreib mir doch unter dem Video einen Kommentar. Was bist du für ein Typ? Bist du eher der Weg von oder der Hinzu-Typ? Was motiviert dich mehr? Ganz ehrlich. Einfach mal hier und, ups, Entschuldigung, einfach mal unter diesem Video hier in den Kommentar schreiben. Ich freue mich auch schon auf das Video von nächster Woche. Da zeige ich dir nämlich, wie du herausfinden kannst, was du wirklich willst, also innerlich, von innen heraus, was dein Wunsch ist, deine Vision, dein Ziel. Das zeige ich dir in dem Video von nächster Woche. Jetzt hab eine wundervolle Woche. Sei aktiv. <laughs> yeah. Komm ins Tun. Tu die Dinge, von denen du weißt, dass sie gut sind für dich. Und nutze die Motivationsstrategien, die für dich funktionieren. Mein Name ist André Leubel. Ich bin Gründer von changenow.de. Ich bin dein ganz persönlicher, yeah, Pixar-Duba-Meister. Und ich bin raus für diese Woche. Mach's gut. Ich wünsche dir von Herzen viel, viel Liebe. Ich bin raus. Mach's gut. Ciao.